Schon mancher Geschäftsmann hat sich auf die hervorragende technische Ausrüstung seines Betriebes verlassen und darüber eine wichtige Voraussetzung vernachlässigt, um groß ins Geschäft zu kommen. Das individuelle Bemühen um jeden Kunden, den Kundendienst. Sie haben doch die technisch beste Ausrüstung. Warum kaufst du denn da nicht mehr? Die fertigen einen doch immer einfach ab. Das ist doch kein Kundendienst, keine Bedienung. Die Deutsche Bundesbahn hat auf vielen Gebieten große technische Fortschritte erzielen können, die gegenüber früheren Zeiten ein wesentlich besseres Leistungsangebot möglich machen. Das allein genügt aber nicht, unseren Verkehrsanteil zu erhalten oder zu vergrößern. Diese moderne Technik der Eisenbahn muss sich verbinden mit dem modernen Denken und Handeln aller ihrer Mitarbeiter. Verständnis für den Kunden und seine Wünsche. Wie sich unsere Leistung verkauft, hängt wesentlich davon ab, wie wir den behandeln, der ein Gut zu transportieren hat oder eine Reise antreten will. Wie gesagt, ein modernes, kundendienstliches Denken und Handeln aller. Bitte Sie wünschen. Mein erster D-Zug Köln. Dankeschön und gute Reise. Dankeschön. Guten Tag. Ihre Fahrkarten bitte. Sure. Ja, hast du? Ja, da sind sie schon. Sofort erkennbar, als Erfolg oder Misserfolg, wird das Verhalten des Eisenbahners überall dort, wo er dem Kunden unmittelbar gegenübersteht. Ob in Reisezügen oder an der Annahmeluke. Moin, dreimal. Moin. Bitte sehr. Danke, tschüss. Doch wie viele Situationen gibt es, in denen der Eisenbahner dem Kunden nicht Auge in Auge gegenübersteht? In denen sein Verhalten aber immer mehrere Möglichkeiten auftut. Doch mindestens zwei. Der Kunde, auch wenn er ihn nicht sieht, wird mit ihm, das heißt mit der Deutschen Bundesbahn, zufrieden sein oder nicht. Und danach nun wieder sein eigenes Verhalten gegenüber der Bundesbahn einrichten. Doch nehmen wir ein Beispiel. Es dreht sich dabei um die Sämaschine. Oder vielmehr um ihre Beförderung von Randorf nach Mahlen. Gekauft hat sie Bauer Steiner. Er hat lange gerechnet, ob er sich eine neue leisten kann. Bestellt hat er sie bei Landmaschinenhändler Blecher. Es ist ihr erstes Geschäft miteinander. Steiner kam zu ihm, weil er sich über den unzureichenden Kundendienst seines früheren Lieferanten geärgert hat. Das Lieferwerk hat pünktlich angeliefert. Jetzt hat die Eisenbahn den Auftrag, die Maschine zu befördern. Abfertigungsbeamter Schlang ist schon dabei, in den Frachtbrief für die Sämaschine die Fracht einzutragen. An sich eine ganz einfache Sache. Gewicht und Entfernung. Und da steht der ausgerechnete Betrag 77,80 Mark. Doch nicht nur das Gewicht ist maßgebend für die Frachtberechnung, auch die Abmessungen des Gutes. Für unhandliche Stückgüter zum Beispiel wird eine höhere Fracht berechnet. Da steht es, schwarz auf weiß. Fällt es Ihnen nicht auf oder ein? Vielleicht doch. Oder? Nein, es bleibt bei der einfachen Fracht, ohne Zuschlag für die Unhandlichkeit des Gutes. Und so geht der Frachtbrief auf die Reise. Und auch die dazugehörige Sämaschine rollt ihrem Ziel entgegen.
Wenn keiner etwas merkt, ist die Bundesbahn um 68,20 Mark ärmer. Wählen Sie bitte quittieren wollen. Es macht 77,80 und 8,60 Umsatzsteuer und 20 Pfennig für die Benachrichtigung. Also 86,60. Ist die Bahn denn billiger geworden? Wieso? Tja, da war doch sonst eine höhere Fracht. Das können Sie mal sehen. Die Bahn ist billiger, als man immer denkt. Und 3,40 Zeug. Danke. Na, wenn Sie es sagen. Wiedersehen. Wie geht es nun weiter? Fällt es ihm bei dieser gleichartigen Sendung nicht auf oder ein? Es scheint so. Gleich auf die Rampe damit. Morgen. Die ist unhandlich. Unhandlich? Das ist doch die gleiche Maschine. Tatsächlich. Nicht berechnet. Naja, kann ja mal vorkommen. Wollen mal sehen. Plus 700 macht 1115 Kilogramm. Abgerundet 1200. 1200 Kilogramm, 496 Kilometer. Macht 12,20 Mark pro 100 Kilogramm. 1220 mal 12, ne? Hier. 146 Mark 40. Abgerundet 146 Mark. Tja, Herr, wie heißt der Mann? Blecher. Tja, Herr Blecher, da müssen Sie noch Runde 70 Mark dazu blechen. Hm? Dieser Schiebewandwagen, Herr Reil. Entschuldigung. Ja? Würden Sie bitte diese Änderungsanzeige hier unterschreiben? Ja. Augenblick bitte, ja? Bitte. Dankeschön. Dieser Schiebewandwagen bietet Ihnen nämlich wirklich Vorteile, die Sie bei anderen Wagen nicht haben. So, erledigt. Erledigt? Ja, für ihn. Und ohne einen Gedanken für die Wirkung auf den Kunden. Doch sehen wir weiter. 75 Mark 70 Nachzahlen. Ich habe Ihnen doch gleich gesagt, dass mir die Fracht zu niedrig vorkam. Da haben Sie mir eine dumme Antwort gegeben. Da ist doch nichts passiert. Da zahlen Sie den Rest eben heute. Nichts passiert, ja. Für Sie nicht. Typisch Behörde. Ich habe meinen Kunden dafür 3% Skonto und einen Preisnachlass eingeräumt. Ich bin Kaufmann. Ich kann nicht einfach hingehen, mein Geld wiederholen und sagen, ich habe mich geirrt. Ich kann doch nichts dafür, wenn sich mein Kollege in Randolph geirrt hat. So. Ich kann nichts weiter tun, als mich für den Fehler einer anderen Dienststelle entschuldigen. Naja. Muss man für andere den Kopf hinhalten und sich dann noch Rockhalten sagen lassen. Halt, Herr Wester, das stimmt doch nicht. Sie haben doch den Fachbrief nachgeprüft. Da steht doch Ihr Namenszeichen drauf. Und damit kommen wir zur nächsten Möglichkeit. Herein. Entschuldigung. Ja? Würden Sie bitte diese Änderungsanzeige hier unterschreiben? Wann haben Sie denn das gemerkt? Eben gerade. So, so. Das ist doch bloß eine Änderungsanzeige zu einer Überweisungssendung. Da kann nicht groß was passieren. Da kann nicht groß was passieren. Meinen Sie? Natürlich, wenn ein verärgerter Kunde für Sie nichts bedeutet. Aber zum Glück ist es nicht so weit gekommen. Ihr Kollege von der GA Mahlen hat nämlich aufgepasst. Ihm ist bei der Überprüfung Ihres Frachtbriefes Ihr Versehen aufgefallen. Morgen, Herr Walter. Morgen, Herr Wester. Ich wollte mir mal die Sämaschine für Blecher ansehen. Warum? Stimmt was nicht? Ob die Angaben hier richtig sind? Ob die Maschine unhandlich ist? Ach, da brauchen Sie gar nicht erst nachzusehen. Natürlich ist die unhandlich. Ach, dass die Kerle nicht aufpassen. Ich habe nun die Arbeit mit der Änderungsanzeige. Und hier ist sie, die Änderungsanzeige Ihres Kollegen. Wenn wir uns zufriedene Kunden erhalten wollen, dann müssen wir alle mithelfen. Die Verantwortung ist nicht teilbar. Die Firma Blecher ist nicht nur der Kunde von der GA Mahlen, sie ist auch unser, ist auch Ihr Kunde. Ja, ich... Danke. Mit dem anderen Beamten werde ich auch noch reden müssen. Eine Sämaschine und viele Möglichkeiten, den Kunden zu verärgern. Wenn uns schon ein Fehler unterlaufen ist, dann Hand in Hand arbeiten. Den Fehler so beseitigen, dass der Kunde unser Kunde bleibt. Aber die
ist ja hier in der Ecke umgeknickt. Die kann ich doch nicht verschenken. Oh, Verzeihung, das habe ich gar nicht bemerkt. Sie bekommen natürlich eine andere, ist doch selbstverständlich. Ja, aber bitte die gleiche, ja? Ja, ich habe noch ein sehr schönes Exemplar. Ja, das ist ja da. Einen Moment. Ah, ja. Ja, das bitte ist schön, gleiche. Das ist nicht? Ja. Na nu, das ist ja auch kaputt. Moment mal. Alles beschädigt, das ist ja... Man kann eben nichts mehr mit der Bahn versenden. Ja, haben Sie denn nun eine, die heil ist? Bedauere, die Sendung ist eben hereingekommen. In der Art und der Qualität habe ich nichts vorrätig. Tut mir leid, da muss ich woanders sehen. Ach, das ist mir sehr unangenehm, Ehefrau. Ich muss doch sofort mit der Bahn. Ja, danke schön. Ich habe eine Tatbestandsaufnahme bei Schreibwarenkleber. Ich bin in der Stunde zurück. Ja, ist gut. Du, das lass mal schön stehen. Da kann sich der Beamte von der Bahn gleich mal seine saubere Arbeit ansehen. Und ich hole inzwischen die Unterlagen. Guten Tag, ich komme von der Bundesbahn. Ist der Chef da? Herr Kleber? Ja, bitte. Guten Tag. Heller ist mein Name. Ich komme wegen Ihrer Schadensmeldung, Herr Kleber. Ah, ja, 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 ja. Sehen Sie sich das mal an. Diese Schweinerei. Nicht ein Stück von diesen Sachen kann ich noch verkaufen. Na ja, das ist auch ein bisschen schwach. Für 12 Kilogramm. Ja, ja, zu schwach. Das habe ich mir gedacht. Bei Ihnen müssen es ja immer Stahl und dicke Bohlen sein. Also ich kann durchaus verstehen, dass Sie verärgert sind, Herr Kleber. Aber wir wollen doch zunächst einmal prüfen, wodurch der Schaden entstanden sein kann. Sehen Sie mal. Der Draht der Verschnürung hat die Pappe doch glatt durchschnitten. Da muss man mit einem solchen Karton eben vorsichtig hier umgehen. Und außerdem, gestatten Sie, hier hat der Absender ausdrücklich darauf hingewiesen, nur in leichtem Karton verpackt. Nun sehen Sie mal. Das hat der Kleber nun völlig falsch verstanden. Wie kam es zu dieser Eintragung? Ja, wie kam es zu dieser Eintragung? Nur in leichtem Karton verpackt. Das Zeug ist aber windig verpackt. Zwölf Kilo und dann so ein Ding. Das muss ja kaputt gehen. Schon, wenn was dazugestellt wird. Kartons, nur noch kein Wagen für sich allein. Tja, wie wird sich der Annahmebeamte entscheiden? Gut annehmen ohne Einschränkung? Gut annehmen mit Anerkenntnis? Annahme des Gutes ablehnen? Nun habt euch mal nicht so. Wir versenden immer in diesen Kartons und es ist noch nie was passiert. Tja, und wenn doch etwas kaputt geht, dann wird sofort auf die Eisenbahn geschimpft. Und dabei ist noch gar nicht raus, wer dann die Schuld hat. Schon geht die Streiterei los. So, da unterschreiben Sie mal. Wenn es Sie glücklich macht. So, da steht doch schon Ihr Karton. Aber was für einer. Hey, Paul, räum mal das ganze Zeug weg hier. Das war also der Irrtum des Empfängers, des Schreibwarenhändlers Kleber. Nicht ein besonderer Auftrag für die Bahn, vorsichtig mit der Sendung umzugehen. Nein, das Anerkenntnis des Absenders, dass er sich des Risikos der zu leichten Verpackung bewusst war. Doch sollte man sich damit zufrieden geben? Nicht nach Abhilfe suchen? Vielleicht ein Gespräch mit dem Kunden? Ich werde erst mal meinem Chef sagen. Vielleicht redet er mal mit Ihrer Firma. Das überrascht mich aber. Vom Versand soll mir einer sofort mal einen Karton KTS 95 bringen. Das verstehe ich gar nicht. Wir hatten bisher nie Beanstandungen. Unsere Verpackung ist doch durchaus handelsüblich. Aber ich habe mir die Sendung selbst angesehen. Und ich hielt daher dieses Gespräch für beide Seiten für nützlich. Herein. Geben Sie her. Aber das ist doch die Verpackung für die Papierservietten. Ich meinte doch die Verpackung für die Schmuckbriefpapiermappen. Die verpacken wir auch in diesen Kartons. Was sagen Sie da? Für die wertvollen Mappen haben wir doch extra Kartons mit doppelter Wellpappe und mit verstärkten Kanten eingekauft. Das ist doch zum... Na, es ist gut.
Ich will nachher den Leiter der Versandabteilung sprechen und dass mir die Mappen sofort jetzt gleich umgepackt werden. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie die Sache mal zur Sprache gebracht haben. Ganz abgesehen von den Schwierigkeiten, in die ich mit Ihnen der Bahn hätte kommen können. Aber wenn wir unseren Kunden mit beschädigten Sendungen kommen, gehen Sie einfach zur Konkurrenz. Ich bin sehr glücklich, dass wir so gut zusammenarbeiten. Ja, das liegt auch in unserem Interesse. Ich bin froh, dass Sie mich rechtzeitig... Gute Zusammenarbeit. Wenn der Kunde es so bezeichnet, scheint mir, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und auch der Annahmebeamte ist auf dem richtigen Weg. Wie leicht kann Öl ein anderes Gut beschmutzen? Die Folge? Wieder ein verärgerter Kunde. Hier von vornherein abgestellt. Übrigens, mit den Kartons neulich. Das war ein guter Tipp von Ihnen. Es wird keine Beanstandungen mehr geben. Ich habe da aus dem Frankfurter Ortswagen die Kiste ausgeladen. Ohne Bezettelung. Frachtbrief ist auch nicht da. Ja. Ich kümmere mich gleich darum. Stellen Sie sie dahin. Überzähliges Gut. Eine harmlose Bezeichnung für etwas, was oft zur Verärgerung unserer Kunden führt. Sie warten ungeduldig auf Ihre Sendungen und deshalb gehen Ihnen unsere Ermittlungen oft nicht schnell genug. Herr Malte, helfen Sie doch mal bitte. Kanten Sie doch mal um. Mal sehen, ob da nichts dran steht. Nee, nichts zu sehen. Holen Sie Werkzeug, wir müssen die Kiste aufmachen. Jo. Und bringen Sie Herrn Reinhardt gleich mit für die Öffnungsverhandlungen. Die von der Brotfabrik kann man auf den Wecker fallen mit ihren dämlichen Polybeuteln. Als wenn wir nicht unsere Vorschriften hätten. Schließlich haben wir ja auch noch was anderes zu tun. Seit 2 Tagen ist der Frachtbrief erst hier und da soll ich schon die ganze Welt in Bewegung setzen. Da ist schwarzes Ölpapier drin. Das sagt nicht viel für die Überzähligmeldung. Vielleicht liegt eine Rechnung, ein doppelter Anschrift, ein Packzettel drin. Das wird uns weiterhelfen. Machen Sie doch mal den ganzen Deckel runter. Wir erreichen noch 2 Tage, dann ist Sense. Ich habe eben schon wieder mit der Bahn gesprochen. Die verkriechen sich hinter ihren Vorschriften. Wenn die wüssten, wie es in unserem Betrieb aussieht. Denen sollte man mal Dampf machen. Nützt ja auch nichts. Also wenn bis morgen Abend die Sendung noch nicht da ist, schicke ich einen LKW los. Nichts. Wirklich kein Hinweis. Ach, das ist ja schon etwas. Scheint für einen Bäcker oder eine Brotfabrik zu sein. Aber welche? Ach, da unten links, da steht Merkurdruck Haslo. Na also, den Absender haben wir. Dann will ich gleich mal Haslo anrufen. Tut mir leid. Hier im Hilfsbuch habe ich nichts. Aber warten Sie einen Augenblick, ich werde mal in den Versandblättern beim Abfertigungsbeamten nachsehen. Herr Volkmann, sprechen Sie hier? Ja, ich suche was für die GA Wiesdorf. Hallo, hören Sie? Ich habe hier eine 280 Kilogramm schwere Kiste von Merkurdruck nach Kolau. Empfänger ist die Firma Wolf und Sohn, abgegangen hier am 10.02. Ja? Danke. Wiederhören. Nein, nein. Aber wenn die Kiste mit den 70.000 Polybeulen bis spätestens übermorgen nicht hier eintrifft, steht unsere Packmaschine still. Aber ich bitte Sie, Sie können sich wohl vorstellen, was das für unseren Betrieb bedeutet. Natürlich. Ich werde mich sofort darum kümmern. Guten Tag. Schon wieder Wolf und Sohn. Als wenn die Welt zusammenstürzt, wenn die ihre Polybeutel nicht kriegen. Na, dann werde ich schon heute die Fehlmitteilung nach Haslo geben. Obwohl noch 5 Tage Zeit wären. Wie wäre es, wenn Sie es mal mit dem Telefon versuchen würden? Versuchen kann ich es ja mal. Obwohl schriftlich immer besser ist, wenn man etwas vom Tisch haben will.
Diakolaukramm? Natürlich. Ja, das ist sie. Ich suche mich hier schon dumm und dämlich. Ja, 280 Kilogramm. Für Firma Wolf und Sohn. Gut, dann ist sie heute Abend hier. Danke. Was sagen Sie jetzt? Die Kiste ist da. Mein Reden. Viele Sachen erledigen sich durch Liegen lassen. Hier, der Nachsendeschein, Wagen 382. 382, danke. Pass auf, die Brücke liegt nicht richtig! Das ist auch so eine Sache. Solche Ladebrücken dürfen doch seit langem nicht mehr verwendet werden. Na, dann will ich mal den Herrn Kober bei Wolf und Sohn anrufen. Ja, hier ist die Georg Kohlau. Kramm. Tag, Herr Kober. Also, ich weiß jetzt, wo Ihre Kiste ist. Schon unterwegs. Dann ist sie heute Abend hier. Keine Ursache. Hab ich doch gern gemacht. Guten Tag, Herr Kober. So, das hätten wir erledigt. Na schön, es gibt eben Leute, die sich gern mit fremden Federn schmücken. Die rasche Aufklärung des Falles hatte doch nur dem findigen Ermittlungsbeamten der GA Wiesdorf zu verdanken. Wie stünde er sonst da, unser Herr Kramm? Oder vielmehr, die Deutsche Bundesbahn. Das ist doch unmöglich. Auf die Karre soll ich 36 Tonnen laden? Dazu kann ich nichts sagen. Der Wagen ist für Sie verfügt. Ich werde aber noch mal rückfragen. Mann, das gibt eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Jetzt schickt uns die Bahn einen Wagen mit 21 Tonnen Lastgrenze. Und 36 Tonnen wiegt unsere Ladung. Ja, nur erreichen wir das Schiff überhaupt nicht mehr. Ja, ich gehe selbst rüber. Ja, gleich zum Vorsteher. Herein. Morgen, Herr Moras. Guten Morgen, Herr Mahler. Was kann ich für Sie tun? Eine ganze Menge. Entschuldigen Sie, aber das ist wirklich ein Stück aus dem Tollhaus, das die Bahn sich da geleistet hat. Na nu, was ist denn los? Ich habe zwei Transformatoren, 36 Tonnen Ausfuhrgut. Und Sie stellen mir einen Wagen mit 21 Tonnen Lastgrenze. Jetzt kriegen wir doch das Schiff überhaupt nicht mehr. Bitte. Danke. Und wer zahlt die Konventionalstrafe? Anschlussaufträge sind auch im Eimer. Herr Walter soll mal sofort zu mir kommen mit den Wagenbestellungen von gestern. Oh, entschuldigen Sie. Dankeschön. Ach, ich habe gleich den Herrn vom Wagendienst dazu gebeten. Also 36 Tonnen. Das müsste dann doch ein RS sein. Ja, und was stellen Sie mir? Einen KLMS. Herr Walter, was für einen Wagen hat die Firma Besch und Baumann bestellt? Ein Wagen für eine 16-Tonnen-Ladung, KLMS, ist heute Morgen gestellt. Das soll doch nicht ernst sein, 36 Tonnen. Ich habe doch selbst mit Ihrem Herrn Pfennig gesprochen. Darf ich mal telefonieren? Ja, bitte. Ja, Herr Pfennig, sagen Sie mal, für wie viel Tonnen Ladungsgewicht haben Sie den Wagen bestellt? Ja, für die beiden Transformatoren. Ich werde verrückt. Dieser Unglücksmensch, 16 Tonnen. Der kann was erleben. Das mache ich nur. Da wird wohl nichts zu machen sein. Wir haben Ihnen ja schon einen Beförderungsplan für diesen Wagen gegeben, weil sich die Fertigstellung bei Ihnen verzögerte. Na, nur mal langsam. Wollen in Ruhe überlegen. Wo soll ich denn von jetzt auf gleich eine S hier kriegen? Warten Sie mal. Die Firma Schütte in Dollenburg bekommt doch laufend Waldstahl geliefert. Da sind doch immer RS dabei, habe ich oft gesehen. Ich rufe gleich mal an. Rufen Sie sofort den Beförderungsdienst der BD an, wegen der späteren Möglichkeit nach Hamburg Süd. Hoffentlich klappt es. Murat, GA Osterberg.
Hören Sie mal, ich bin durch einen Übermittlungsfehler in allergrößter Verlegenheit um einen RS. Ist Ihnen für die Firma Schütte heute schon einer zugelaufen? Ja? Kann ich den haben? Ab 14 Uhr. Schon gemeldet. Dann rufe ich das Wagenbüro an. Ich danke Ihnen sehr. Hören Sie, er ist noch nicht verfügt. Den können Sie haben. Wiederhören. So, den Wagen hätten wir. Wenn wir nur schon hier hätten. Der Wagen ist in Dollenburg um 14 Uhr verfügbar. Wann können wir den hier haben? 14 Uhr, dann kann er 8203 mitbringen. Dann ist er gegen 18 Uhr hier. Wie lange brauchen Sie zum Laden? Tja, 3 Stunden dauert's. 18 Uhr, 3 Stunden, 21 Uhr. Wie ist es? Klappt es dann noch? Zum Verladen eine Masse Zeit. Die Ankunft in Hamburg Süd dürfte hinhauen. Freitagmorgen, Stunde 10 ab Frankfurt Main. Hamburg Süd an, Samstag Stunde 3. Stunde 3, um 14 Uhr legt das Schiff ab. Wir geben Hamburg Süd vorsorglich ein Telegramm. Veranlassen Sie das sofort. Da fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen. Was heißt Stein? Ein Felsbrocken. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Gar nicht auszudenken, wenn wir das Schiff verpassen. Die vielen tagtäglich glatt abgewickelten Beförderungsverträge sind unseren Kunden selbstverständlich. Eine einzige Unregelmäßigkeit jedoch, ein falsches Verhalten in einem einzigen Fall, und schon ändert der Kunde sein Urteil über uns. Das müssen wir uns bei der täglichen Arbeit ständig vor Augen halten. Unsere Vorschriften lassen uns genügend Spielraum für guten Kundendienst. Nicht abfertigen, nein, bedienen. Der Kunde der Bundesbahn ist mein Kunde, dein Kunde, unser aller Kunde.